Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Im letzten Video haben wir die Klasse Person, die wir im Video davor geschrieben haben, instanziert und haben Werte deren Felder zugewiesen. Und wir haben eben gesehen, dass pro erstellten Objekt, das wir haben, letztendlich jeweils die entsprechenden Felder einzeln oder zum jeweiligen Objekt gehörend auf dem Speicher allokiert wurden. Und in diesem Video schauen wir uns jetzt genauer an, wie funktionieren denn eigentlich die Modifizierer Public und sein Gegenspieler Private, die wir uns noch nicht genau angeschaut haben. Ich lösche jetzt diesen Code hier erstmal aus der Main-Methode raus und ich schiebe diese Personenklasse in eine eigene Datei. Das kann ich relativ einfach mit meinem Code-Unterstützungstool machen. Was Sie machen müssten, wäre jetzt sozusagen, Sie würden hier auf Add und eine neue Klasse erstellen und würden diese eben Person nennen. Dann wird eine neue Datei erstellt. Ich kann es auch einfach mal so machen. Sieht man hier. Und dann kopieren Sie sich den Code hier dieser Klasse raus mit Steuerung X und fügen ihn eben hier in dieser Datei ein. Und im Anschluss haben wir eben diese Klasse, die wir jetzt erstmal nicht weiter verwenden, aber in späteren Videos wieder in eine eigene Datei ausgelagert und wir können sie dann später benutzen, ohne dass sie uns jetzt die Sicht versperrt. Ja, was ich jetzt machen will, ist eine neue Klasse schreiben. Und diese Klasse hat die Aufgabe des ID-Generierens. Eine ID ist üblicherweise immer in der Langform ja ein Identifier oder eine Identifikationsnummer auf Deutsch. Und das Ziel einer ID ist eben, dass sie immer eindeutig ist. Und wir schauen uns jetzt einfach mal eine simple Klasse an, die eben IDs zurückgeben kann. Die nenne ich ID-Generator. Und was ich jetzt mache, ist, ich statte diese Klasse mit zwei Mitgliedern aus. Einmal einem Feld, das mache ich privat oder private, besser gesagt. Das ist eben der ID-Zähler. Und dann mache ich eine Funktion, die public ist. Und die heißt einfach erzeuge nächste ID. So, und was ich hier jetzt mache, ist, ich benutze den this-Referenz, um auf andere Klassenmitglieder innerhalb dieser Funktion zuzugreifen. Und nachdem ich dieses Feld, was auch Teil der Klasse ist und offensichtlich nicht static, eben mit this angesprochen habe, möchte ich ebenfalls auch noch dessen Wert zurückgeben. So, jetzt sehen wir hier gleich drei Sachen, die wir uns eigentlich genau anschauen wollen. Das eine ist eben dieses Private, dieser Modifizierer, das Public als Modifizierer und das This, die sogenannte This-Referenz. Schauen wir uns vielleicht mal das Letztere als erstes an. Was hier passiert, ist, ich möchte innerhalb dieser Methode nicht eine Variable oder einen Parameter, wie wir es aus vorherigen Videos schon gewohnt waren, mit dem Plus-Plus-Operator ändern, sondern wir möchten jetzt eben innerhalb dieses Funktionsscopes auf dieses Feld, also es ist ein Instanzfeld, das ist nicht static gekennzeichnet. Wir haben ja in den bisherigen Videos immer im Normalfall static Funktionen aufgerufen, beziehungsweise bei der Person natürlich noch nicht. Aber mit der this-Referenz können wir sozusagen, wenn unsere Klasse instanziert ist und diese Funktion aufgerufen wird,
auf uns selber zugreifen. Und wenn wir dann den Punktoperator einsetzen, um die This-Referenz zu dereferenzieren, haben wir dann eben sämtliche Member, also eben den ID-Zähler und die erzeuge nächste ID-Funktion, die wir hier sehen, die groß markiert sind, die kann man eben dann direkt anwenden. Ja, aber das nächste, was wir haben, ist public, haben wir auch schon häufig verwendet. Und private ist sozusagen der Gegenspieler von public. Public heißt, dass man diese Funktion, wenn das Objekt instanziert ist aus unserer Klasse, über dieses Objekt die Funktion aufrufen kann. Das ist gleichbedeutend mit, ich kann diese Methode aufrufen außerhalb dieses Klassenscopes. Das Gegenteil davon ist private. Private heißt, dieses Feld, der Wert, der in diesem Feld steckt, der kann nur innerhalb dieses Klassenscopes genutzt werden. Das heißt, wenn ich mich nicht mehr hier drin befinde, wie beispielsweise in der Main-Funktion, dann kann ich nicht auf dieses Feld zugreifen und ihm beispielsweise dessen Wert auslesen oder eventuell auch setzen. Und das ist eben ein großer Punkt in der objektorientierten Programmierung, der letztendlich auf das Paradigma der Kapselung zurückläuft, dass Objekte für ihre Daten, mit denen sie arbeiten, selbst zuständig sind. Man kann nicht einfach Objekte von außen mit Daten sozusagen oder die Daten einfach verändern, ohne dass es das Objekt merkt. Aber wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie kann man jetzt diese Klasse denn eigentlich einsetzen? Und deswegen instanzieren wir die uns einfach mal in der Main-Methode. Also wir machen einen ID-Generator, den nennen wir einfach Generator in der Variablen und wir rufen jetzt eben hier oder instanzieren hier eben diese Klasse neu, wie gehabt. Wir benutzen den New-Operator, schreiben hier den Klassennamen hin und gefolgt von zwei Klammern und die Adresse, die eben für dieses Objekt allokiert wird, die speichern wir hier in der Variable Generator. Und jetzt schauen wir uns mal genau an, was wir hier jetzt machen können. Wie wir hier sehen, können wir tatsächlich nur erzeuge nächste ID aufrufen. Es ist nicht möglich, dass wir hier direkt sehen, dass es ein Feld namens underscore ID-Zähler geben würde. Und genau das macht eben der Modifizierer private aus. Wir können hier nicht mehr auf dieses Feld einfach so zugreifen. So, ich hole mir jetzt mal zwei IDs und damit wir nochmal ganz sicher sind, was private wirklich macht, mache ich dieses Feld mal kurzzeitig public. Und wenn wir dann nochmal Generator einsetzen, dann sehen wir hier ganz unten, dass wir hier tatsächlich dann plötzlich auf den ID-Zähler zugreifen können. Und das möchte man aber eigentlich nicht. Wir kommen dann später noch genauer zur Kapselung. Aber als Grundsatz bei der Kapselung ist eben, oder der Grundsatz ist eben, dass man Felder für Klassen immer private hält. So, und dann gucken wir uns jetzt einfach mal, indem wir das Programm debuggen, an, wie das Ganze funktioniert. Ich mache noch zwei Konsolenausgaben für die IDs, die wir uns hier generiert haben. Also für die erste ID. Und eben die zweite ID.
Und dann springen wir einfach mal mit F11 in das Programm rein und schauen, wie sich das hier verhält. Also wir erstellen uns unser Objekt und rufen jetzt eben erzeuge nächste ID auf. Und was jetzt bei diesem Aufruf gemacht wird, immer wenn man ein generiertes Objekt mit dem Punktoperator dereferenziert und auf ihm danach eine Methode aufruft, dann wird zur Laufzeit implizit die sogenannte This-Referenz auf genau eben dieses Objekt gesetzt. Also letztendlich, bevor wir tatsächlich in diese Funktion gleich reinspringen, wird dieses This-Keyword oder die Referenz, die sich dahinter verbirgt, auf genau dieses Objekt gesetzt, auf Generator. Das heißt, wir können ja auch mal reingucken. Wir haben hier den Generator und wenn wir hier mal aufklappen, können wir uns die Felder dieses Objekts anschauen. Und wir sehen hier eben, dass der Zähler offensichtlich noch 0 ist. Und wenn wir jetzt in diese Funktion reinspringen mit F11, dann kommen wir jetzt hier an. Und wenn wir uns jetzt mal this anschauen, dann sehen wir, dass hier eben auch letztendlich nur die Referenz des Objekts, das ich gerade eben schon über IntelliSense in diesem Pop-up mir angeschaut habe, dass hier genau das eben dahinter steckt. Warum macht man das? Nun ja, man möchte ja, wenn man eine Klasse definiert und eine Funktion schreibt, auch auf die jeweiligen Instanzfelder oder andere Klassenmitglieder, die eben nicht static sind, mit einer gewissen Referenz zugreifen, und das macht eben dieses this. Und ja, wir erhöhen jetzt letztendlich den Wert dieses Feldes und dann geben wir den aktuellen Wert, der in diesem Feld steckt, jetzt eben die 1 zurück, und diesen Rückgabewert, den speichern wir uns jetzt hier in der ersten ID. Und dann kommt natürlich sofort die Frage, die This-Referenz wurde jetzt wieder zurückgesetzt, also standardmäßig, wir starten in der Main-Methode, da haben wir noch keinen Objektkontext, das heißt, This wäre jetzt 0. Das könnte man, glaube ich, hier sogar mal ausprobieren. Ja, okay, hier sagt man eben, dass es, wenn wir innerhalb einer statischen Methode oder einer Eigenschaft oder einem sonstigen Initializer sind, ist eben das this Keyword nicht nutzbar. Aber prinzipiell würde es jetzt, nachdem wir aus der Funktion wieder rausgesprungen sind, eben auf den Wert gesetzt worden werden, den es vorher hatte. Und dann passiert hier eben das gleiche nochmal. This wird gesetzt, dann springen wir in die Funktion. Das sehen wir natürlich nicht implizit. Dann könnte man sich jetzt fragen, warum habe ich für diesen Zähler überhaupt ein Feld benutzt und nicht einfach eine Variable? Und der Sinn dahinter ist eben, wenn wir uns erinnern, Variablen werden immer, wenn die Funktion beendet ist, komplett abgebaut. Das heißt, wenn ich hier drin eine Variable nutze, wird sie beim jeden Funktionsaufruf neu aufgebaut und dann quasi mit dem Wert 0 initialisiert. Es ist beim Feld eben nicht der Fall. Das Feld lebt genauso lang wie das Objekt, zu dem es gehört. Und wir haben hier eben dieses Objekt erzeugt. Und wenn wir innerhalb von Funktionen dann diesen Wert ändern, dann merkt sich sozusagen das Objekt den Wert, den es in diesem Feld hier gespeichert hat. Das heißt, wir bräuchten zum Beispiel keine globalen Variablen, die irgendwelchen Status halten, wie wir das in C gemacht haben, sondern hier haben eben Objekte die Möglichkeit, dass man über Felder bestimmte Werte zur Lebenszeit festhält. Okay, dann schauen wir mal weiter. Hier wird dann der Zähler natürlich von 1 auf 2 erhöht. Wir kriegen unsere zweite ID zurück. Und ja, wir haben hier eben jetzt die 1 und die 2 drin stehen. Und diese ID wird jetzt eben hier auf der Konsole jeweils aufgegeben.
wie man hier eben sieht, 1 und 2. Ja, was haben wir uns in diesem Video angeschaut? Wir haben uns die This-Referenz angeschaut. Zu der kann man eigentlich auch noch was sagen. Mein Code-Unterstützungstool hat sie so irgendwie in Blassblau im Vergleich zum eher fast schon Neonblau, was man hier sonst sieht, gekennzeichnet. Und der Sinn dahinter ist eben, dass man dieses This auch weglassen kann, wie man hier sieht. Warum? Wenn wir Bezeichner hier nutzen, die innerhalb der Funktion eindeutig sind oder noch nicht vergeben sind, das heißt, wenn dieser Bezeichner eindeutig auf ein Feld innerhalb der Klasse schaut, dann können wir dieses this-Punkt weglassen, das ich hier zeige, und der Compiler setzt es beim Erstellvorgang der Software letztendlich automatisch. Und das ist auch üblich, dass man das this normalerweise nicht benutzt. Manche Programmierer fügen es trotzdem ein, weil sie sagen, mit dem this kann ich besser unterscheiden, wenn ich auf Mitglieder meiner Klasse zugreife, anstatt auf Variablen in meiner Funktion. Aber ich persönlich mache es eben so, dass ich zum Beispiel Felder, die privat in meiner Klasse zur Verfügung stehen, die dann in Methoden genutzt werden können, eben mit einem Underscore voranstelle und dann eben in Lower Camel Case sie benenne. Und dann sieht man auch sofort an diesem Underscore, wenn man sich den Code anschaut, aha, hier handelt es sich um ein Feld und nicht um eine Variable. Ja, und dann kommen wir zum letzten Begriff, den ich noch in diesem Video kurz ansprechen will. Wir haben gesehen, wenn wir diese Klasse letztendlich einsetzen, das heißt ein Objekt draus bauen und über dieses Objekt dann die Funktionen, die Instanzmethoden, die wir hier haben, aufrufen, dann haben wir ja über das Objekt nur die Möglichkeit, eben dieses Klassenmitglied hier aufzurufen, aber eben nicht dieses Feld hier, weil es ja private ist. Und dann kommen wir gleich zum Begriff der sogenannten API, was ausgesprochen eben Application Programming Interface heißt oder auf Deutsch Programmierschnittstelle. Die Programmierschnittstelle oder API, wie wir es ab jetzt nennen werden, sind alle Klassenmitglieder einer Klasse, die public sind. Das heißt, die ich außerhalb des Klassenscopes ansprechen kann, als Nutzer einer Klasse. Also zur API des ID Generator, der Klasse, die wir hier geschrieben haben, gehört eben diese Funktion, aber nicht dieses Feld. Und ja, wir werden den Begriff API dann natürlich auch in den nächsten Videos hauptsächlich verwenden, wenn wir über die Menge an Klassenmitgliedern von Klassen sprechen, die dem Nutzer letztendlich zur Verfügung stehen. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Nochmal in der kurzen Zusammenfassung. Mit Public sage ich, dass ein Klassenmitglied von außerhalb genutzt werden kann, außerhalb dieser geschweiften Klammern. Mit Private kann ich eben genau das verhindern. Das führt letztendlich zum Konzept der Kapselung, also nach der Frage, welche Klassenmitglieder mache ich eigentlich public und welche mache ich private. Und wir haben gesehen, dass wir mit der This-Referenz auf unsere anderen Klassenmitglieder, auf unsere anderen Instanzklassenmitglieder besser gesagt, zugreifen können. Nur noch zum Hinweis, diese This-Referenz funktioniert nur in Methoden, die nicht static sind. Haben wir ja vorhin auch schon gesehen, als ich versucht habe, hier in der Main-Funktion über das Intermediate-Window mal auf this zuzugreifen. This heißt wirklich, wir müssen innerhalb eines Objekts sein und über ein Objekt wurde eben eine Funktion aufgerufen und dann enthält eben this die Referenz zum aufgerufenen Objekt. Und das geht eben nicht mit static. Und
Warum das so ist, schauen wir uns dann genauer in diesem, im nächsten Video an. Aber wie wir gesehen haben, this müssen wir auch nicht schreiben, wenn wir hier als Bezeichner eindeutige Referenzen auf ein Feld haben. Also wir könnten hier zum Beispiel, das, damit man es noch ein bisschen deutlicher hat, eine Integervariable erstellen und die heißt eben auch ID-Zähler. Das wäre jetzt eben nicht verboten, wenn ich die hier auch noch initialisiere. Und jetzt würden wir eben tatsächlich mit diesen Anweisungen hier auf die Variable gehen. Und um dann eben wieder auf das Feld aufzulösen, müsste ich aktiv this schreiben. So hier. Aber im Normalfall sollte man eigentlich darauf achten, dass sich Parameternamen, Variablennamen und Feldnamen sich nicht in die Quere kommen, damit die this-Referenz eben nicht notwendig ist. Und das mache ich beispielsweise nach dem Schema, dass man immer einen Underscore dazu schreibt. Das ist auch in sehr vielen Styling-Guides für C-Sharp üblich oder so angegeben, dass Felder eben, die privat sind, mit einem Underscore angefangen werden. Ja, wie gesagt, im nächsten Video schauen wir uns genauer den Static Modifier an. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.